Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 6. Okay, na okay, da hinten ist es, aber ich schätze mal, da sind da wirklich Gegner. Wir haben aber noch eine Waffenkiste hier, sehr schön. Oh. Okay, wie viel ist da unten? Ah, vielleicht können wir aber dann hier unten einigermaßen ungesehen durch. Nein, nee. Neues Scharfschützengewehr. So, im Vergleich. Ja. Dann schauen wir mal. Da können wir wirklich irgendwas reißen hier unten rum. Das sieht gut aus. Das scheint jetzt wirklich noch ein Feindeshand zu sein. Orangene Medizintasche. Alles klar, mit. Ich schätze mal mindestens zwei Gegnern. Flammenwerfer. Wir hatten das mitgekriegt. Hier liegt eine Leiche. Das wirst du büßen, Kommandierda. Du, okay. Mist. Das ist nicht gut. Ich glaube, Alarm ist ja nicht da. Hat eine Menge von euch. Aber auch das geht ja. So, dann mal vielen Dank. Wir hatten da sogar noch ein Fahrzeug. Wir müssen da rein, wie es aussieht. Okay. Ich meine, wenn hier schon mal die ganze Medizin rumliegt, nehmen wir es natürlich mit. Ansonsten... Ich dachte gerade, hier ist bestimmt auch noch irgendwas drin. Mir fällt gerade mal auf, was mussten du eigentlich als Dings machen? Das ist von 10 Leichen einsammeln. Okay. Tiere markieren. Gegner markieren. Geht das? Dale, Bumbo, dale. Komm, Bumbo, los jetzt. Keine Ahnung. Gut, der ist leider zu. Na, versuchen wir doch das mal. Guck mal. Sehr schön. Sonst noch irgendwas? Matthias, ich hab dein Kit. Dann komm schnell wieder zurück. Die Soldados kommen. Alles klar, aber auch wieder unten rum. Ich meine, das hat beim letzten Mal wunderbar funktioniert. Bin unterwegs.
Nur die Ruhe. Wir haben doch alle Zeit der Welt. Gucken, ob wir uns da noch irgendwie durchballern müssen. Aber hier ist es sich noch angenehm ruhig. Da drin scheinbar nicht mehr. Ja, haltet mal noch die Stellung. Bumbo, das Traumakit. Gracias. Ich muss ihn stabilisieren, Danny. Halt mir die Soldados vom Leib. Diese Schweine kriegen Verstärkung! Ich lasse niemanden durch. Navi. Ah, alles klar. Da bist du ja! Hola, Danny. Ich hab dich da was. Ich dachte, ich rufe einfach mal an. Doch, der Zeitpunkt ist ungut. Sie klingen gestresst. Sind das Schüsse? Ja, allerdings. Konzentrieren Sie Ihre Energie. Atmen Sie. Bin dran, nur die Ruhe. Okay, ich bin oben, wie mir scheint. Da kommen noch mehr von den Arschlöchern! Ah, das kriege ich mit. Glaube ich zumindest. Das sind halt noch mehr. Dich holen wir da mal runter. Matthias, bist du fertig? Ich brauche mehr Zeit. Scheiße, das wird eine enge Kiste. Was? Wir haben die Barrikade hinten gesprengt. Die Hintertür ist offen. Okay, dann müssen wir wohl wieder zurück. Nein, nicht irgendwo ein MG. Auf der Westseite! Halte sie auf! Du wirst hier mal nix. Kriegt ihr den einen alleine platt? So, da scheint doch was zu sein. Jawohl. Aber ihm geht's gut noch soweit. Immerhin. Hast du hier irgendwas? Okay, ich glaube, dann müssen wir doch mal wechseln. Ah gut, das ist halt ewig weit weg da hinten. Gut zu wissen. Kommen wir hier hoch? Nein. Luftunterstützung. Dann versuchen wir das doch mal zu ändern.
esa dimensión. Mi nombre es Pedro, soy de puerto USB, tengo otro tipo de conexión. Mi visión me compromete, mi música es mi misión. Das war leider nichts. Komm, weniger bewegen. Mehr abschießen lassen. Das gibt's doch nicht. Aber das gibt's ja auch noch. Genau. Ab in die Kiste. Wer mit der wohl in die Kiste steigen möchte. Gut, haben wir hier noch welche? Die sind da hinten wahrscheinlich. Oh, die ist sogar drin, habe ich den Eindruck. Na, doch noch unten drunter. Alles klar, dann gehen wir mal nach unten. War ich ja noch gar nicht. Stimmt, ich müssen wir auch noch holen. Aber scheinbar können die nicht komplett sterben, habe ich den Eindruck. Die andere scheint ja entweder oben drüber oder unten drunter zu sein. Matthias, ich habe mich um die Soldados gekümmert. Und ich habe mich um meinen Patienten gekümmert. Komm zu mir. Mierda. Das war gut. Danny von Libertad. Hast du da Erfahrung? Ohne Schmerzmittel? Hilf mir mal. Nur wahre Jaraner kriegen ordentliche medizinische Versorgung. Den Rest mache ich. Als ich Paolo operiert habe, gab es kein Narkosemittel. Mein Kontakt lieferte nicht. Und trotzdem hat Paolo nicht gezuckt. Scheiße. Willkommen in Castillos Paradies. Sag den Turteltäubchen, ich helfe, sobald ich Antibiotika für unseren Freund habe. Er überlebt. Dank dir. Bumbo. Okay, schön. Talia, ich habe Matthias rausgeholt. Gracias. Und Paolo wird dir ebenfalls danken, wenn er davon hört. Du bist einer von den Guten, Danny. Es gibt eine Menge guter Leute bei Libertad. Ich glaube, du würdest da prima reinpassen. Okay, nicht so schnell, Danny. Wenn wir noch mehr Ketten sprengen und Marquesa und Castillo zeigen, dass wir uns nicht unterdrücken lassen, ziehe ich vielleicht Libertad in Erwägung. Vielleicht. Na, schauen wir mal. Das war aber eine schöne Umerziehung. So, jetzt können wir mal plündern. War hier nicht sonst noch irgendwas? Ich dachte, ich hätte noch ein Symbol gehabt auf der Karte. Naja. Was machst du denn da? So, das ist doch jetzt unser Gebiet. Na gut, dann sollten wir hier alles haben.
Genau, ich wollte jetzt ja erstmal noch eine Runde einnehmen. Also fangen wir damit mal an. Wir hätten auch ein Pferd, das uns dahin bringt. Das auch glücklicherweise nicht mehr brennt. So ein braves Pferd. So, so warte mal. Das würde ich, glaube ich, dann auch gerade... Naja, das kann ich ja aktivieren, wenn ich in der Nähe bin. Ah, stimmt, ich muss dringend mal wieder was hier angehen. Scheiße, ein Truck. Ihr kommt wirklich zurück? Wenn ihr meint. Eigentlich wollte ich mir gerade die Geschichte hier noch mitnehmen. Aber dann halt nicht. Oder die Information, die zu geben hat. Wahrscheinlich, ich hatte halt, glaube ich, die Waffe noch gezogen, ne? Nada. Ganz ruhig. Klappe halten. Gut, so viel dann dazu. So, noch die Werbetafel. Hast du euch jemand Granaten oder so? Mach schon, Bobo. Bewegung, Bobo. Panzer ist nicht gut. So, Metall brauchen wir ja sowieso. Upsala. Das war knapp. Versuch mal Verstärkung zu rufen. So, also du kommst da hinten rum, das ist okay. Oh, vielleicht so rum, das geht vielleicht etwas schneller. So. Unser Level 8. Ui. Dann, genau, mehr Rekruten. Was kann denn der Bogen?
Vergleich dazu. Das ist halt deutlich langsamer. Ja. Nett, aber ich bleib bei dem. Gut, du hast noch was zu erzählen da hinten. Du das bitte. Du. Ja, was kannst du mir sagen? Ich habe dir eine Flugabwehranlage auf der Karte markiert. Zerstör sie am besten gleich, okay? Gracias, gracias. Da wird er jetzt gehangen, okay. Gut, und dann ist auch schon wieder Zeit, die Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf jeden Fall Spaß. Sieht wie ein Kämpfer aus. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.